Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Academy. So, ich habe jetzt gerade meine letzte Aufnahme, ich nehme hier mal 3 Folgen auf und danach mache ich einen Break, weil die Dateien sonst so groß werden bei der APAC. Habe ich mal gecheckt, das Bild ist auf jeden Fall besser als in den ersten 3 Folgen. Ich bin hier so ein bisschen am Rumexperimentieren, wenn man so möchte. Wie wir das denn hier am besten aufnehmen. Hast du schon gewettet? Warum sollte ich? Die Chancen sind zu schlecht. Platz da! Hi, guys! Oh, richtig was los hier. Nehmen wir erstmal alles auseinander, was hier ist. Bam! Bam! Wookie-Bogenwerfer. Oh, imperiale Sturmgewehre. Wo habt ihr die denn her? So, warte mal, wir gehen erstmal das Grüne zurück. Damit sichern wir nämlich, glaube ich, den Rückweg. Da wir ja hier Geiseln rausführen müssen, sollten wir sowas halt zu... Wow. Zuerst machen. Guten Tag, der Herr. Wiedersehen. Damit wir hier auf... Wow. Codekarte. Ja, dann kommen wir nämlich hier in den Schacht rein. So, sicher, den Rückweg haben wir gesichert. Wir dürfen jetzt nämlich verschiedene Gruppen von Dings hier rausholen. Von Gefangenen. Okay, warte mal. Wo kommen wir denn gerade weg? Wir müssen, glaube ich, hier lang. Ja, müssen wir. Okay, warte. Codekarte benötigt. Die haben wir natürlich noch nicht. Bleibt nur der Weg hierhin. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Hallo. Auf Wiedersehen. Da sind die Zellen. Ja. Aber wie öffne ich sie? Ich würde vermuten, so. So, die Zellen sind nicht durch Zufall so konstruiert, dass sie hier immer Dings haben. Oh Gott. Musste ich doch da vorne raus, oder was? Hallo, du sollst hier keine Rückwärtsseite... Jetzt, hör doch auf, Rückwärtsseite zu machen. Schnell, holen Sie uns raus, bevor der Rancor kommt. Rancor? Ja, natürlich. Alle Gangsterbosse, die was auf sich halten, haben einen Rancor. Der Rancor. So, die erste Truppe, natürlich kein Problem, weil die eigentlich recht nah am Eingang ist. Oder am Ausgang des Geheges. Alle Mann raus. Schnell! Achtung! Hilfe! Danke, das war knapp. Ich weiß. Es gibt noch 3 andere Zellenblöcke mit Gefangenen. Wir müssen sie befreien. Okay, ich hole sie raus. Nehmen Sie den Zugangstunnel am Ende der Halle. Dort wird sie jemand aufnehmen. Ist der Weg frei? Ja. Ich habe diese Zugangskarte von einer Wache. Damit können Sie den Lift am Ende der Halle benutzen. Okay. Jaden, also, dein Status. Beschissen. Die Ältesten sind auf dem Weg zum Zugangstunnel, aber ich muss noch andere Gefangene befreien. Okay, ich nehme sie auf, wenn sie hier sind. Sei vorsichtig, Jaden. Der Ort hier sieht eher ein Ja, der Barkeeper hier. Oh, ein Chiss ist das, ne? Der hat auch die Ruhe weg. Ich bin kein Rebell. Ich gehöre zur Republik. Das mit den Rebellen, das war mal. Also da müssen wir schon unterscheiden, Leute. Ne? Im Prinzip seid ihr jetzt die Rebellen. Verrückte Welt. Guten Tag, die Herren. Jetzt bleibt doch hier. So, das übliche Spiel kennen wir ja. Thank you.
So, da sind unsere Guys. Wir müssen gleich natürlich den Rancor wieder ab. Jetzt sieht man das auch, dass da, ne? Die werden nach und nach halt rausgedrängt. Also die Zellen sind nicht so designt, dass man da drin bleiben kann. So nach dem Motto, nö, ich gehe hier nicht raus, ich lass mich doch nicht fressen. Ich bin doch nicht doof. Ja, das funktioniert hier nicht. So, wo ist unser Liebster? Ach, da ist der liebste Rancor. Hi, hier. Zu mir. Immer zu mir. Nein, du sollst zu mir. Brava, Rancor. Immer schön zu mir. Tschüss. Okay, einer ist zumindest durch. Haben wir irgendwie noch andere hier oder so? Guys, nicht gut. Rancor! Nein, 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 böser Rancor. Hier geht's lang. Mein Lichtschwert beschließt gerade irgendwo anders zu sein. So, wie sieht das aus? Sind die jetzt alle durch? Nein, da fehlt noch einer. Wow, 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 wow. Oh Gott, ich brauche gleich unbedingt was zum Heilen. Wobei, ich glaube, das ist der gerade durchrennt, oder? Hallo Rancor, tschüss Rancor. Ich wechsle mal eben auf die Geschwindigkeit. Ich brauche die standardmäßig gerade ausgerüstet. So, schauen wir mal eben. Yep, die sind durch, alles klar. Gehen wir mal eben hier gucken, ob wir irgendwo hier Heilung finden. Es wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich brauche nämlich unbedingt was. Ansonsten müssen wir gleich sehr schnell agieren. Und so wie es aussieht, müssen wir gleich einfach sehr schnell agieren. Okay. Ja, wir haben uns ein bisschen vom Rancor treffen lassen. Das war nicht ganz so genial von uns. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir sind immerhin der Schrecken, der die Nacht durchflattert oder so. Hm, vielleicht hier noch was? Vielleicht gibt es hier oben was. Ah. Sieht leider nicht so aus. Shit. Ah, so, wir haben jetzt 8, ne? Das heißt, 2 Käfige haben wir noch vor uns. Lieber das Lichtschwert an. Ich sag's ja. Wow, 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 wow. Fuck. Wir hätten den in der Ecke direkt aussaugen sollen. Shit. Kontrollpunkt laden. Wo bin ich denn? Ach. Oh, genau hier. Wir gehen direkt hier hoch. Hallo? Ich muss sagen, in der Mission hier wäre definitiv die normale Machtheilung wäre besser. Einfach weil wir ja nichts brauchen, um uns zu heilen. Übrigens auch sehr funny, ich sehe bei der Aufnahme nicht meine Kontrolle hier. Also der zweite Bildschirm ist de facto nutzlos gerade. Ist auch sehr funny. Naja, machst du nichts außer doof gucken, ne? Da sind hier die Guys.
So, was wir jetzt machen, wir rennen jetzt vor und holen uns den Rancor erstmal in eine andere Ecke. Geschwindigkeit! Da ist er auch schon. Guten Tag, der Herr. Hier geht's lang. Guter Mann. Immer schön dem Jedi folgen. Guck mal, das Lichtschwert kann sogar um Ecken schweben. Cool. Nein! What? Der hat uns gerade instant getötet? Wie krank ist das denn, Alter? Okay, ich muss jetzt definitiv, wir sollten hier öfter speichern. Der Ort hier sieht wie ein Wettbüro aus. Ja, das lief doch besser. Moment, wir machen jetzt jedenfalls, auf jeden Fall einen Speicher machen wir jetzt. Das führt ja sonst hier zu nichts hier. So, das wird die erste Mission sein, wo wir über drei Dinge arbeiten, oder? Doch? Ja, okay, Anfang zählen wir mal nicht mit. Wir haben aber beim Anfang beendet quasi, ne? Aber erste Mission, die über zwei Dinger dann geht. Über zwei Folgen. What the fuck, Junge? Geschwindigkeit. Und wir werden auch jedes Mal speichern, wenn wir eine Gefangenengruppe befreit haben. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir speichern mal eben hier auch nochmal. Für den Fall, dass wir sterben, müssen wir nicht mehr ganz so viel machen. Monsieur Le Rancor. Folgen Sie mir, folgen Sie dem Licht. Immer dem Licht hinterher. Du bist wie der T-Rex, ne? Deine Augen reagieren auf Bewegung. Lö, 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 lö. So, da laufen sie noch. Hallo. Nein. Hier immer lang. Mein Freund. Mein Lichtschwert beschließt wieder irgendwelche... Hallo, wo willst du denn hin? Hier geht's lang. Großer. Immer schön hier entlang gehen, so. So, warte mal. Vier. Die sind wahrscheinlich noch auf dem Weg. Gerade. Nein! Ja, genau. Rancor, komm sofort zurück. Du brauchst Verstärkung. Hier, viel Spaß. Nimm den Rancor. Viel Spaß dabei, Kollege Schnörebröt. Ah, sie sind draußen. Gut. So, dann gehen wir jetzt hier rein, sichern unseren Rückweg. So, und speichern hier. Naja, wir sind auf jeden Fall besser aufgestellt als das letzte Mal mit 10 Leben. Wir haben Schild, wir haben Leben. Also so schlecht geht's uns gar nicht gerade. Können wir so nehmen. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Hier müssten jetzt ja noch Gegner lauern. Hoffe ich. Denke ich. Ja, bitte. Wo? Da. Na, viel Leben hat der jetzt aber nicht gehabt. Doch. Ah, okay. Hier sind die zwei Seiten. So. Bitte. Oh, hier haben wir auch noch ein bisschen Leben, Gott sei Dank. So, ich würde sagen, machen wir die Ecke hier zuerst. Oh, shit. Fuck it! Wir laden den Spielstand. Also, again. Nehmen wir doch vielleicht erst die andere Ecke. Ich glaube, das ist die schwierigste Ecke. Die heben wir uns mal bis zum Schluss auf. Er muss. Ha, geht doch kaputt. Naja, da hätten wir auch wieder besser abschneiden können. Aber gut, ist jetzt halt so.
Ja, will ich ja. Warte, jetzt warte doch hier. Du hättest ihn grabben sollen. Nur meine Meinung. Gehen wir erst hier lang, wo wir hin. Wir speichern das mal eben wieder. Bitte? Oh, besser. So, okay. Wir speichern hier einmal. Ich weiß, ich speichere jetzt gerade sehr, sehr oft, aber... Oh Gott, wir haben sie in den Tod geschickt. Hallo. Rennt ihr Schweine! Lauft! Ich lenk ihn ab. Der hält aber auch was aus, ne? Hallo? Ich sehe sie laufen, sehr gut. Yes! Ich glaube, sie sind auf dem Weg. Ausgezeichnet. Die Gruppe war ja zusammen. Wir warten jetzt, bis die hinten angekommen ist. Des Übrigen, hier, macht, wir haben jetzt die Standardsinger, haben wir jetzt auf Stufe 2, dadurch, dass wir die eine Mission gemacht haben, ne? Also so steigen die Basismächte auf. Ja. Ich bin jetzt 100% schneller, ne? Machtschub, Machtgriff. Ich kann die Feinde entwaffnen, sehr geil. Und halt sechsfach so hoch springen. Wie normalerweise, sehr geil. Ach Leute, kommt schon. Seht zu da hinten. Ah, da sind die 11. 12. Passt. Wir speichern erneut. Lichtschwert an und gib ihm böse. Ich glaube, jetzt ist hier unten wieder was, oder? Ich glaube, es ist jedes Mal nach dem Ding. Aber wir sind... Oh, shit. Wow! Bist du doof? Sau ich die halt leer, ist mir doch egal. Ich finde ja den Barkeeper cool, ne? Der macht das einfach alles so mit. Der denkt sich so, ja, wieder ein ganz normaler Tag im Paradies, ne? Ah, besser. Danke! Hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. So, dann machen wir einmal ein Safe-Stat hier. Damit wir den Weg nicht wieder laufen müssen. Bei Bedarf. Fuck you. Du blöde Sau. Jetzt nimm ihn doch. Ach Mist. Wir hätten nämlich mehr Leben gekriegt, wenn wir ihn direkt ausgesaugt hätten. Sauerei. Okay, egal. Nehmen wir so. Wir speichern hier nochmal. Das ist doch eine gute Basis. Oh, hier haben wir auch noch Heilung. Haben wir noch Schild oder so hier? Nee, ne? Oh, shit. So, wir speichern wieder. Wird die letzte Gruppe sein. Danach haben wir es ja eh geschafft. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich sage an dieser Stelle zu euch, see you guys! Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Star Wars Jedi Academy. Hey, you guys. Hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1. Das Video wird nicht geteilt. Regel 2. Das Video wird nicht geteilt. Regel 3. Lass ein Däumchen da. Regel 4. Wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5. Wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren.
denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.